Hallo und herzlich willkommen zurück. Geil, dass ihr wieder mit am Start seid. Zu einer neuen Ausgabe von Wir zocken uns noch Gothic 3 Götterdämmerung. Ja, ich bin gespannt, was passiert, wo wir rauskommen. Spielstand 1. Ich schauen wir mal, was passiert. Und wo mich der Kollege Jorgensen rausgelassen hat. Wenn ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, dann schaut sie euch jetzt bei Jorgensen auf dem Kanal an. Die kam gestern raus. Okay, so nicht. Okay. Ach, das ist schwer. Mit deinem Gold werden wir die Söldner bezahlen. Nicht ihn auszuplündern. Macht ein Morra großen Ärger, dann tötet ihn. Die Morra sind Lovis. Schwach. Wir müssen ihnen zeigen, was stark ist. Ist das jetzt schon dieser Speer, den er hier rausholen sollte? Ich habe immer noch Spaß mit deinem Gold. Wenn du noch mal einen Gefangenen brauchst, komm einfach vorbei. Gegen einen Morra kämpft. Aha, also der hat den irgendwie freigekauft, wie es aussieht, und den Arena-Kampf haben wir jetzt verloren. Naja, ist nicht schlimm, wir hauen uns einfach aufs Ohr. Hier ist kein Bett, okay. Wir hauen uns erstmal aufs Ohr, wie ich bereits schon sagte. Ich finde hier irgendwie keine Betten in Trelis. Seltsam. Ja, ich verschaffe mir gleich mal eine Übersicht über alles, was hier los ist. Hier haben wir ein Bett. Guck mal, sogar ein Doppelbett. Ein Double-Bett. Und dann probieren wir es nochmal mit der Arena. Ich will jetzt eigentlich bei Möglichkeit keine Heilmittel verschwenden. Deshalb, ich weiß auch nicht, der wievielte Arena-Kampf das jetzt war oder wie viele noch offen sind. Keine Ahnung, aber wir werden es einfach mal rausfinden. Macht ein Morra großen Ärger, dann tötet ihn. Die Morras sind schwach. Wir müssen ihnen zeigen, was Stärke ist. Ich will's nochmal versuchen. Nochmal? Echt? Bist du sicher? Digga. Natürlich. Klar bist du sicher. Okay, in Ordnung. Wenn ein Morra Ärger macht, schlagt ihn nieder und vergesst nicht, ihn auszuplündern. Macht ein Morra großen Ärger. Glaubst du wirklich, du kannst mich besiegen? Nein, kann ich eigentlich, glaube ich, nicht, aber... Hey, hör auf mich zu schlagen! Lul. Das geht? Das wusste ich gar nicht. Ich brauche ein bisschen Ausdauer erstmal. Das ist schwer. Okay, scheiß auf den Stab. Hat sie jetzt mega gebracht. Oh, das kostet halt massiv Ausdauer, ey. Jo, Alter. Das ist toll. Okay, es gibt ein Gott. Niemand steckt sich mir in den Weg. Alter. Ach, schön. Ja. Okay. Ich bin noch nicht fertig mit dir, Morra. Ja, na gut. Es wird jetzt in der Tat nicht so einfach. Ich habe jetzt halt auch davor nicht nochmal gespeichert, ne? Okay, boah, schwer. Schauen wir mal, vielleicht kriege ich es ja jetzt irgendwie doch auf Anhieb hin. Also, wie ich das einschätze, hat er mir wahrscheinlich auch alle Ringe und Amulette und sowas abgelegt, vermute ich jetzt mal. Macht. Leute, es gibt einen Kampf! Hey, hör auf mich zu schlagen! Mit deinem Gold werden wir die Söldner be- Du wagst es, mich zu schlagen, Morra? Ich guck mir das mal kurz an.
Nicht nachlassen! Ich will mal wissen, was passiert. Ob die den töten? Oder ob die den am Leben lassen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Orak Shaka! Orak Shaka! Der ist aber jetzt durch den Bolzen gestorben, ne? Das geht so nicht. Okay. Tja. Das kann jetzt eine Weile dauern. Jo. Schauen wir mal. Ich hoffe, dass ich es schaffe, da irgendwie was jetzt draus zu machen. Das wird schwer. Das wird auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall schwer, das zu schaffen. Also ich probiere das jetzt ein paar Mal, aber es kann sein, dass das nichts wird. Das Problem ist, dass dieser Clovis halt dabei ist. Also ohne den Clovis könnte ich ja mehr rumprobieren mit Zaubern, dies, das und so, ne? Aber mit dem Clovis ist es halt schwierig, weil wenn der halt eingreift... Oh Mann, ey. Der ist außer Reichweite. Oh Gott, das ist... Puh. Ja, mein Mana füllt sich ja nicht von alleine auf. Ah, hey, hör auf mich zu schlagen! Das ist jetzt echt schlecht, weil wenn der sich einmischt, werden die anderen sauer. Und wenn er mit einem Bolzen stirbt, habe ich halt schlechte Karten. Aber jetzt kann ich die Chance mal kurz nutzen. Ey, aber wieso geht ihr jetzt auf mich? Das ist mein Arena-Kampf. Jetzt backe ich hier fest. Ich krieg einen Anfall, Junge. Okay, mal schnell weg hier. Aber wie haarscharf ich das überlebt habe. Ich gehe mal noch ein Stückchen weg. Ich habe den Arena-Kampf jetzt zwar geschafft, aber... Was ist da jetzt gerade sauer auf mich geworden? Ich sehe irgendwie nichts. Ich gehe mal zurück. Vielleicht haben die sich jetzt alle beruhigt. Mal gucken. Das wäre ganz cool. So, ich guck mal, er ist eine Stufe auf. Er ist sogar zwei oder drei Stufen aufgestiegen. Er hat in Stärke investiert. Boah, ist jetzt ganz schwer zu sagen. Okay, schnelles Lernen habe ich gemacht. Oder, nee, ich glaube, er ist nur eine Stufe aufgestiegen. Deshalb ist der eine Lernpunkt über. Boah, ist schwer zu sagen, was er. Ich glaube, er hat in Stärke investiert. Na, ich guck mir das gleich nochmal in Ruhe an. Ich will erstmal gucken, ob die Situation sich jetzt hier aufgelöst hat. Ja, okay. Alle wieder cool zu... Ach, verfickt, Alter. Jetzt muss ich unrechtmäßig gegen drei Orks kämpfen. Okay. Boah, scheiße, Alter. Tja, das wird jetzt nicht einfach. Das Problem ist, wenn ich die jetzt nicht hier draußen verdresche, werden die mich immer wieder angreifen. Na, komm her. Das kostet jetzt Zeit, aber die nehme ich mir jetzt einfach. So, die Musik ist gerade ultra laut. So, na, komm mal her. Ach, Levis, ach du Scheiße. Oh Gott, Alter. Oh Gott. So lange kein Stabkampf mehr gemacht. Keine Ahnung, Bro. Also töten will ich ihn eigentlich nicht. Kein Gold? Schade. Okay. Ich glaube, jetzt greift er mich nicht mehr an, aber die anderen beiden, die da jetzt noch irgendwie waren, die greifen mich jetzt auch dauerhaft an die ganze Zeit. Oh, ein Ripper.
Und der war noch nicht gelootet. Wenn Anmora Ärger gemacht. Ich dachte eigentlich, der hat eine andere Rede, die Rede von Khan eigentlich. Macht Anmora groß, hab ich dich endlich. Oh nein, Alter. Okay, komm mal mit. Dich brauche ich sowieso. Oh, da muss ich schneller sein. Wenn er mich einmal trifft, dann gehen hier alle auf mich los. Bleib stehen, Mora. Tja, Leute, das wird jetzt ein bisschen dauern, aber ihr habt ja Geduld. Hoffe ich jedenfalls. Ich nicht. Bin eigentlich ein sehr ungeduldiger Mensch. Gesundheit. Kommen Sie mal mit. Herr Steiner. Oder Steiner. Ach, da oben sind Goblins. So, okay. Du bist auf jeden Fall der Typ, dem ich halt diese Arena-Nummer halt klären muss. Aber egal, da war noch ein Dritter auf jeden Fall, das weiß ich noch. Und solange der da irgendwie mich einfach so random angreift, kann ich da nicht weitermachen mit der Arena. Das ist das Problem, deshalb muss ich das mal kurz klären gehen. Ist schön, schön hier, ne? Also ich mag das eigentlich, wie die Trellis hier so umgebaut haben. So, wer ist denn der Dritte im Bunde hier? Du bist auf jeden Fall mein Endgegner. Trut. Okay, ne, jetzt sind alle cool mit mir. Dich könnte ich nach Silden bringen. Nach Geldern, meine ich. Okay. Du hast noch zu tun, da bin ich mir sicher. Erstmal speichern wir. Hallo, ich bin auf einer wichtigen Mission. Weißt du, ob hier jemand ein paar Fragen beantworten kann? Eine Mission? Ihr hirnlosen Krieger seid ständig auf irgendwelchen Missionen unterwegs. Ist echt zum Lachen. Vielleicht kann ich deinem Grinsen mit meinem Schwert etwas nachhelfen. Du willst mich also herausfordern. Sehr schön. Aber du wirst erst gegen einen anderen Kämpfer antreten müssen, um zu beweisen, dass du es auch wert bist, gegen mich kämpfen zu dürfen. Red mit dem Arenameister. Er wird den Kampf organisieren. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei? Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Ich glaube, es gab keinen Ork in Gothic 3, der irgendwas über Diebeshandwerk beibringen konnte. Schmieden und so, ja. Ich brauche Ruhe. Wo ist jetzt dieser Stainer? Braucht er jetzt so ewig, bis er hier zurückgekommen ist? Oh, bitte sag mir nicht, dass der jetzt weggepackt ist, ne? Das wäre echt ärgerlich. Ach, der kämpft gegen... Okay, ich verstehe. Vorbei, nee, das ist so witzig. Das ist viel zu witzig, das muss ich mir angucken. Ein Ork gegen einen Goblin. Und der Ork ist unbewaffnet. Der Goblin reißt den echt den Arsch auf, Mann. Ach, guck mir das mal ein bisschen an, das ist witzig. Ich werde hier erstmal noch die Heilpflanzen einsammeln. Komm, ich beende das jetzt. Gut gemacht! Oh, das Bison hat den Goblin getötet, wie geil. Oder ist das nicht der Bison? Nee, das Bison. Das Bison, doch. Oh, du hast gewonnen. Du kannst jetzt gegen den nächsten Kämpfer antreten. Worauf du dich verlassen kannst. Jetzt muss ich erstmal Lewis antreten. Aha, Jorgensen hat also keinen der anderen Kämpfer bisher gemacht. Er hat sich einfach nur gedacht, jo, den starte ich jetzt den Arena-Kampf und den darf Jorgen. Alter. Den darf Jorga das nächste Mal machen. Okay. Aber ich würde sagen, ich habe die Challenge nach einer Viertelstunde. Das kannst du zeigen. Ach, du Heilige. Boah, wie stark die sind. Krass, krass. Hey, die sind zu schlagen. Hey, auseinander! Bleib stehen, Mora! Was ist das denn, ey? Na, ich muss dem erstmal sagen, dass der sich, ich glaube, die greifen mich halt an, weil dieser, mein Companion den halt auch geschlagen hat. Ich glaube deshalb. Und das sollte eigentlich nicht sein. Du blöder Idiot.
Warte hier. Sicher. So, okay. Jetzt machen wir es aber. Orak! Es gibt einen Kampf. Kannst du zeigen. Ah, der powert sich erstmal schön aus. Nee, das lief nicht. Das lief nicht gut. Das kann ich nochmal neu machen. Nee, jetzt machen wir nochmal. Da habe ich mich jetzt echt dämlich angestellt. Ich muss den erstmal anfangen, lasse ich den erstmal schlagen. Der soll sich erstmal ein bisschen auspowern. Damit seine Angriffe ein bisschen langsamer werden. Also ich hoffe jedenfalls, dass das so funktioniert. Aber wir reden hier immer noch von Götterdämmerung. Hä, wieso ist das jetzt abgebrochen? Die Quest ist doch nicht abgebrochen. Kannst du mir nicht erzählen? Das ist bestimmt nur ein Bug, dass es jetzt da steht. Warte hier. Sicher. Wahrscheinlich, weil ich den Vorspeicherstand gerade besiegt wurde und das jetzt angezeigt wird. Jetzt kannst du zeigen, was du wert bist, Mora. Orak! Nicht nachlassen! Ich bin aber auch echt gerade dämlich. Boah, ich erinnere mich, dass ich hier in der Arena von Trelis echt meine Probleme hatte. Weil die ist echt nicht so einfach. Fürs Early Game. Alter, wie ich kassiere, Mann. Wie beim Rewe an der Kasse, Junge. Da! Gut, dass ich über den Boden sliden kann. Dieser Sprung an hier, Alter. Übrigens, beste Endcard, die Jorgensen gemacht hat, die war mega krass. Also, da habe ich mir echt einen Arsch weggelacht. Diese. Und dann auch die Mucke, diese Zirkusmucke dazu, ey, ist Wahnsinn. Also. Jetzt kannst du zeigen, was du wert bist. Junge. So, Magie regelt. Magie zu Ehren. Das speichern wir mal kurz. Ah, da kommt auch endlich der Stainer wieder. Stainer auf Hammerclan. Schlagt ihn nieder und vergesst nicht. Ah, wir haben einen Katana, interessant. Großen Ärger, dann tötet ihn. Die Morras sind schwach. Wir müssen ihnen zeigen, was mein Schädel. Wir führen die Morras in eine neue Zukunft. Sie brauchen einen starken Herrscher. Wir sind die Hand, die sie füttert. Warum stehst du jetzt eigentlich in der doofen Arena? Die sie schlägt. Du darfst jetzt gegen den Champion antreten. Bist du... Okay, du bist dir sicher. Hoffentlich macht er's kurz. Wenn ein Mora Ärger macht, schlagt ihn nieder. Und vergesst nicht, ihn... Ja. Fuck. Boah, der hält echt ab, ey. Holy shit. Das wird jetzt bockschwer. Eigentlich müsste ich fies sein und Jorgensen das jetzt überlassen. Ich hab in extra, nach meiner letzten Folge vorgestern, habe ich extra nicht nochmal so eine heikle Situation ihm gegeben. Weil ich dachte, okay, wir müssen jetzt mal das Kriegsbeil begraben. Aber... Schlagt ihn nieder und vergesst nicht, ihn auszuführen. Glaubst du wirklich, du kannst mich besiegen? Ärger, dann tötet ihn. Die Morras sind schwach. Wir müssen ihnen... Hey! Okay, scheiße. Warte mal, Gift dauert zu lange zu casten. Da ist der schon lange bei mir, dafür ist keine Zeit. Okay, jetzt habe ich keinen Mana mehr. Junge, das wird nicht einfach. Das hat die Taktik mit dem Feuerball, das hat zwar beim anderen geklappt, aber... Gift wäre halt eine Option,
Aber Gift würde auch nicht genug Schaden über Zeit machen. Und vergesst nicht, ihn auszuplündern. Habe ich noch andere Zauber? Großen Ärger, dann tötet ihn. Die Morra, wenn das klappt, das wäre mega. Wir müssen ihnen zeigen, was stark ist. Dauert aber zu lange zu casten. Wir führen die Morras in eine neue Zukunft. Sie brauchen einen starken Herrscher. Wir sind die Hand, die sie füttert. Die Faust, die sie schlägt. Ja, ist schon klar. Wenn ihr gegen einen Morra kämpft, du wirklich, du kannst mich besiegen? Da! Ich werde dich zerschmettern. Da! Nee, funktioniert nicht. Da! Also die Taktik mit dem Eis war schon nicht schlecht. Das gibt mir, sag mal, 3-4 Sekunden, einen anderen Zauber zu casten. Das ist schon gar nicht so blöd. Glaube ich jedenfalls. Aber ich brauche irgendwie Nebel, der, glaube ich, ein Zauber, der gut wäre. Pass auf, wir machen das jetzt folgendes. Macht ein Morra großen Ärger, Nebel und dann Gift. Die Morras sind schwach. Wir müssen ihnen aber ich glaube, dafür reicht Mana nicht mehr. Wir führen die Morras in eine neue Zukunft. Sie brauchen einen starken Herrscher. Du wirklich, du kannst mich besiegen? Das ist echt buggy, ey. Ich werde dich zerschmettern. Okay, bringt gar nichts. Doch, bringt was. Der sieht nicht, wo ich bin. Ich muss nur näher rankommen. Aber die anderen sind jetzt halt sauer auf mich. Das verstehe ich jetzt noch nicht wirklich. Hier reicht, um was zu essen. Oh, scheiße. Ich verstehe das nicht. Warum greifen die mich denn jetzt an? Das ist doch... Also... Das mit dem Nebel, das gibt mir Sekunden. Macht. Schlagt ihn nieder und vergesst nicht, ihn auszuplündern. Du kannst mich besiegen? Ich werde dich nicht helfen. Da! Aha, Nebel zu wirken macht die anderen aggressive. Okay, das Nebel. Ach, shit. Das Ding mit dem Nebel ist. Geht leider nicht. Auch eine andere Taktik. Okay, aber ich friere den trotzdem ein. Morra und vergifte schlagt den. Schlagt ihn nieder und vergesst nicht, ihn auszuplündern. Macht ein Morra großen Ärger. Du wirklich, du kannst mich besiegen? Ich werde dich zerschmettern. Ja. Jungs, Alter. Mischt euch doch nicht in den Kampf ein. Das klappt so nicht. Das klappt so einfach nicht. Eure Ärger macht, schlagt ihn nieder und vergesst nicht, ihn auszuplündern. Macht ein Morra großen Ärger, dann tötet ihn. Die Morras sind schwach. Wir müssen ihnen zeigen, was stärker ist. Wir führen die Morras in eine neue Zukunft. Sie brauchen einen starken Herrscher. Das könnte klappen. Wir sind die Hand, die sie füttert. Glaubst du wirklich, du kannst mich besiegen? Wenn er keine Ausdauer hat. Ich werde dich zerschmettern. Wenn du keine Ausdauer hast, dann kannst du auch nicht kämpfen. Wie jetzt auseinander? Das ist mein Arena-Kampf, Junge. Halt dein Maul. Ja, guck mal, wie langsam der jetzt nämlich ist. Ey, das ist doch scheiße. Warum mischt er sich denn ein, Alter? Oh, Entschuldigung, aber das nervt. Das regt mich jetzt gerade auf. Warum macht er das denn? Wenn ich die einfriere, reagieren die doch auch nicht. Oh, das nervt. Weißt du, hat man einen vermeintlich genialen Plan und dann funktioniert er nicht, weil das Spiel einfach Mist programmiert ist. Tötet ihn. Die Morras sind schwach. Wir müssen ihnen zeigen, was stark ist. Entschuldigung, aber wir das regt mich auf. Die Morras in eine neue Zukunft. Das ist echt ärgerlich. Oder liegt das an was anderem, dass der anfängt, mich anzugreifen dort hinten? Das, weil es machen ja auch nicht alle. Also wenn er jetzt alle... Schlagt ihn nieder und wenn jetzt alle auf mich gehen würden, würde ich sagen, okay, aber... Was willst du? Ach, du hast noch zu tun, da bin ich mir sicher. Bleibt doch einfach hier und schiebt eure Wache, Mann. Das gibt doch keinen Sinn. Sie brauchen einen starken Herrscher. Wir sind die Hand, die sie füttert. Die Faust, die sie schlägt. Wenn ihr gegen einen Morra kämpft,
Glaubst du wirklich, du kannst mich besiegen? Ich werde dich zerschmettern! Da! Oh, Mann, so eine Millisekunde hat da gefehlt, ey. Schade. Vielleicht muss ich einfach noch weit genug weg von dieser Torwache da hinten stehen, damit der nicht... Weil ich glaube, der Plan ist trotzdem gut. Ich glaube, dass mein Plan trotzdem gut ist. Das ist auch beste Konstruktion hier an der Stelle, möchte ich mal kurz machen. Wir müssen ihnen zeigen, was stark ist. Wir führen die Morras in eine neue Zukunft. Sie brauchen einen starken Herrscher. Ich werde dich zerschmettern. Okay, optimal. Jetzt sieht's gut aus. Jetzt ist er auch langsam. Bleib stehen, Morra. Alter, nee, jetzt reicht's mir. Das überlasse ich Jorgensen, das mache ich nicht mehr. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Das ist doch so... Nee, ich habe noch 4 Minuten Zeit. 4 Minuten versuche ich das jetzt noch. Wenn das jetzt nicht klappt, darf das Jorgensen machen. Das ist mir zu blöd. Dann darf der das gerne übernehmen. Dann habe ich mein Bestes getan, aber ich verstehe das einfach nicht. Glaubst du wirklich, du... So, vielleicht geht das ja jetzt. Zeig, was du kannst! Die Arena ist einfach viel zu klein. So. Ich werde dich... Nein! Oh, nee! Oh, wie knapp das einfach war. Oh, das war so knapp. Oh, nein. Da hat vielleicht eine halbe Sekunde gefehlt. Oh, bitter. Oh, nein. Schlagt ihn nieder. Und vergesst nicht, ihn auszuplündern. Macht ein Morag großen du kannst mich besiegen. Ja, okay. Okay, alles klar. Also, wenn der keine Ausdauer hat, dann ist der machbar. Ich glaube auch, dass der so machbar ist. Aber nicht mit meinen Kampfskills. Ich habe nämlich keine. Und vergesst nicht, ihn auszuplündern. Macht ein Morag großen Ärger. Glaubst du wirklich, hey, du... Da, was schleichst du hier rum? Okay. Schneller. Es könnte jetzt schon wieder zu spät sein. Ich werde dich zerschmettern. So. Ja, jetzt sieht's gut aus. Okay, komm schon. Ja, power dich aus. Was? Okay, das Spiel ist einfach nur scheiße verbuggt. Nee, das ist... Also, ich verstehe das nicht. Ich kapiere das nicht. Warum ist das so? Ja, gut. Ich meine, wir spielen Götterdämmerung. Warum frage ich eigentlich? Das Spiel ist einfach scheiße programmiert, Mann. Da, ich glaube, dass jetzt sich hier aufzuregen, das... Das bringt gar nichts. Pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Ich bin gütig. Lachte, sagte er und lachte. Ich mache jetzt Folgendes. Wir führen die Morras in eine neue Zukunft. Sie brauchen einen starken Herrscher. Wir sind die Hand, die sie füttert. Die Faust, die sie schlägt. Ich lege jetzt Sachen hier hin. Wenn ihr gegen einen Morra kämpft, lasst andere zusehen. Die feigen Morras verstecken sich in den Wäldern. Wie kann ich denn das da unten rausnehmen? Gewährt denen, die sich offen zeigen, ah ja, okay. Einen ehrenvollen Kampf. Die Morras in den Wäldern kämpfen feige und hinterhältig. Pass auf, ich rüste. Okay, pass auf, wir machen Folgendes. Ich leg dem noch mehr Lebensenergie an, dann schafft das vielleicht eher, weil ich nehme an, Jorgensen wird es eher über einen Kampf probieren als über Zaubern. Aber pass auf, ich leg dem das jetzt so hinweistechnisch, lege ich dem das jetzt hier so hin, damit der einen Hinweis quasi hat. So. Probier es lieber damit, anstatt mit der Waffe. Vielleicht ist, ich will ihm quasi so eine Art Hinweis geben, wie er es eher probieren sollte. Aber gut, er wird sich wahrscheinlich eh selber das dann nochmal... Er hat auch nicht das Amulett gewechselt, das heißt, er ist also anscheinend auch mit dieser... Er hat auch auf Mana investiert, sehe ich gerade, die Lernpunkte, interessant. Okay, also er ist auch selber an... Ich habe mich schon gewundert, warum ich so viel Mana habe, okay. Also offensichtlich sagt er auch selber, dass das Ding mit dem Mana wohl auch der Way to go ist. Ich kann ihm mal noch die Zauber da lassen. Flammenschwert, vielleicht hilft es was. Gruppenhypnose wird, glaube ich, nichts bringen.
So, ich lasse ihm das mal so hier liegen. In der Hoffnung, ich werde auch nicht in den Ring reingehen. Ich will, dass er genug Zeit hat, das zu probieren, und ich werde ihm den Speicherstand so lassen, dass er quasi noch entscheiden kann, wegzugehen, wenn er unbedingt weggehen will. Wo ist denn dieser komische Clovis? Da hinten steht er. So, ich stelle mich jetzt hier hin. Mit dem Stab ging es eigentlich einigermaßen. So, ich speichere dem das jetzt so und übergebe dem das. Ich hoffe, dass er es schafft. Also ich bin jetzt dann gescheitert. Ich drücke ihm die Daumen. Ich werde jetzt nicht in den Ring reingehen, weil so assi... Also das will ich jetzt nicht tun, auch wenn ich mich gerne rächen wollte für den Anfang. Aber lassen wir mal. Ich gehe da jetzt nicht rein. Ich will jetzt mal nicht so fies sein. Ich danke fürs Zusehen. Schaut morgen bei Jorgensen auf dem Kanal. Ich bin gespannt, wie er sich schlagen wird. Ich bin gespannt, wie er es machen wird. Also ich bin jetzt hier mit meinem Latein am Ende. Aber ich will ihm jetzt nicht in so einer verzweifelten Situation jetzt hier lassen, dass er es auch nicht schafft und dann ist es doof. Ja, deshalb gucken wir mal, ob er es macht oder vielleicht geht er auch einfach weg und macht es nicht. Das kann auch passieren. Übermorgen geht es dann hier bei mir wieder weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo und ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Bleibt gesund, haut rein. Und wir sehen uns morgen bei Jorgensen. Ciao.